Berg für dich einfach nur weggemacht. Achso, wow. Komm mit. Also, wir gehen jetzt strategisch meine Sachen ab, okay? Also, man geht hier entlang und denkt, ach, eine schöne Treppe. Dann geht man die Treppe hoch. Dann gehen wir zuerst hier lang. Das hier wird mein Keller, weil da oben ist zu wenig Fläche für den Keller. Und hier kommt auch der ganze, wenn wir Technik anfangen sollten, kommt meiner, also mein ganzer Technikkram hier unten rein, weil ich das nicht oben im Haus haben möchte, weil das Haus noch zu clean aussieht dafür. So, dann gehen wir hoch. Die Treppe wird auch noch durch andere Rohstoffe ersetzt, aber so. Hier das, da müsstest du mir sagen, hast du vielleicht noch eine andere Idee, wie ich das hier machen kann? Also nicht dieses Holz, weil das Holz sieht irgendwie komisch aus, wenn man hier hochgeht. Das passt nicht zum Rest. Kannst, wenn ich sage, dass das hässlich aussieht. Ich finde das sehr, sehr schön, dieses Tor. Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Haus bauen, was ich im Video gesehen habe, aber ich hatte nicht genug Platz dafür, dann hat es nur für das gereicht. Ja, das wird auch noch ersetzt, da kommt vielleicht noch Marble hin. Also schau, da ist mein Pool. Hier ist so momentan meine Essenszufuhr. Also ich ernähre mich momentan eigentlich nur vom Brot und Brot und Fleisch so ein bisschen. Hier oben, das Haus ist nicht mal krass, also das ist kein besonderes Haus, das ist einfach nur zum Schlafen. Ich wollte aber mal was anderes bauen als diese Holzoptik. So. Kommst du mit, oder? Ach, das keine Ahnung, das war schon so. Das habe ich nicht dahin gemacht. Ich bin durch jede einzelne verfickte Höhle gelaufen, um Marble zu finden, Digga. Auf jeden Fall, das ist so mein kleines Anwesen hier oben und unten ist halt mein Keller. Sonst noch irgendwas, was ich zeigen könnte? Ach so! Du fragst dich jetzt bestimmt, wo mein Kistenlager ist, oder? Hatte keinen anderen Platz dafür, weil im Haus nicht unbedingt viel Platz ist. In den anderen ist nichts, wenn da ist nur ein bisschen Eisen drin. Sind alle Kisten leer. So, was sagst du denn zu meinem Haus? So.
Warte mal, stopp, stopp, stopp. Er sagt, dass hier oben ein Bett für dich ist. Hinter dir, weg, weg! Ach, stimmt, wegen Colonies. Das explodiert ja, also das explodiert zwar schon, aber macht keinen Schaden in den Kolonien. Alter, ich dachte, ich hab's schon. Warte, komm, ich zeig dir, wo du schläfst. Komm mit. Stand doch irgendwo ein Bett. Da unten, da ist es, da schläfst du. Genau da. Nein, stopp. Das, was du auch immer jetzt warst, mach es nicht. Rat. Nein. Ja. Ah ja. Monopoly auf. Ich baue extra ein Dirt bei mir, um zu gucken, ob ich wirklich raus bin. So, die Sache ist, der braucht Arkanmut. Das ist das, also das ist dieses Tropenholz. Ja. Ja, das ist auch das, was ich nicht verstehe. Your gold. It's your gold. Ich meine schon, ja.
Es nervt mich so hart, dass ich erst um 4 zur Arbeit muss, ne? Das ist irgendwie so ein richtig dummes Gefühl. Ja, keine Ahnung, der ganze Tag ist. Also die Sache ist, du kannst nichts Großes anfangen. Ja, 14 Uhr. Das ist ja was anderes, aber um 6 bis 8 arbeiten und dann nochmal von 16 bis ungefähr nochmal 8 in der Sinne. Ist irgendwie, ich weiß nicht. Ist ein komisches Gefühl. It's your gold. Hi ho. I'll take care of it. Hi ho. It's your gold. Ich mach gleich mal einen Ausflug Richtung Süden und hoffen, dass ich da links ums Holz finde. Wobei brauchen wir jetzt noch das Holz? Bin ich gerade tatsächlich nicht, nein, aber ich gehe mal hoch. Eben. Ich bin für Oakwood.
Das sieht gut aus. Es war eine Frage, ob du das siehst und ob das gut aussieht. Ich will. Dann du siehst es gerade, ich kann es dann nicht sehen, dann entscheid du das doch einfach. Das ist eine gute Frage. In den Dark Oak war noch in der Nähe, aber da mussten auch fast 2.000 bis 3.000 Blöcke verlaufen. Das wäre mir jetzt ein bisschen too much. Hast du denn überhaupt so viel Speicherplatz auf dem Handy? Schlecht fand ich den jetzt nicht. Ich habe gesagt, schlecht fand ich den jetzt nicht. Ja, darf ich meinen Gang hier noch kurz zu Ende bauen? Dauert nicht lange. Du kannst mir trotzdem schon mal sagen, dass wir alles brauchen. Ich glaube, wenn die die Antwort sagen würden, würden sie dir nicht gefallen. It's
your gold. Wer ich? So, ich dachte, das wäre die perfekte Überleitung auf. Was mache ich jetzt wieder zur Hölle? Gold. It's your gold. I'll take care of it. Ein wenig tatsächlich, ja. Ein Stack wird schwer, aber ich habe 36. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Ratsch, hier ist noch einer. Machen wir eigentlich diesen blöden Brunnen hier weg? Marat. Ich will nicht sagen, dass hier überall die ganzen Kisten waren, aber naja, hier sind nur mal 4 Kisten. Ne, 3. Guck mal, wie der angesprintet kommt. Eisen nehme ich. Noch mehr Eisen nehme ich. Ja. Oh, sorry. Ui. Das war jetzt so nicht geplant.
eats your gold. I'll take care of it. It's your gold. Hi-ho. Non è così vecchio. It's your gold. Take care of it. Aber lass uns vielleicht mal jetzt das Oak weiter im Wald abholzen, nicht hier rundherum. Ich würde auf jeden Fall das ganze Birch hier noch wegmachen wollen. Das Birch, was hier steht, hier stehen so viel Birch. Das würde ich wegmachen wollen und dann dafür halt. Ich rede von hier oben, ne? Ich finde Birch einfach nicht so cool. Ich mag die Telleholz nicht, keine Ahnung. Seitdem ich das erstmal Minecraft gespielt habe, mag ich Birch nicht.
Ja. Genau, Bert hat mich meine Kinder vergewaltigt. Ach so. Bitte? Meh! Das ist Schimmel. Ja, alles gut.
Das weiß ich nicht. Oh, du schläfst noch auf der Straße? Ich nicht. Spaß. Hast du Doofkopf mit dem Typen? Digga! Alter! Dir darf man nicht die Rechte für sowas geben, Digga. Ganz großer Fehler. Ich wollte in der Höhle. Nein, nein, ich habe alles oben an meinem Haus verbraucht. Du wirst nicht zu meinem Haus hochlaufen, dass die Gravel klauen. Nein, die war so. Ja. Och nee. Sag mir nicht, man hat dich die ganze Zeit nicht gehört. Ich glaub schon. Und der Aufnahmeprogramm ist gerade komplett abgekackt.